Explosion im Zentrum von Tel Aviv am frühen Freitagmorgen. Laut ersten Untersuchungen durch das israelische Militär könnte es sich dabei um einen Drohnenangriff gehandelt haben. Es sei jedoch kein Luftschutzalarm ausgelöst worden, berichteten die Streitkräfte. Die Luftpatrouillen seien zum Schutz des israelischen Luftraums verstärkt worden. Man habe aber keine neuen Zivilschutzmaßnahmen angeordnet. Indessen hat der Militärsprecher der militanten Houthi-Rebellen im Jemen auf der Plattform X erklärt, die Gruppe werde Einzelheiten über eine Militäroperation bekannt geben, die Tel Aviv zum Ziel gehabt habe. Nach Angaben der Rettungsdienste wurde bei der Explosion mindestens ein Mensch getötet, mehrere weitere wurden verletzt.